Ja, herzlich willkommen in Spanien. Heute ist der Schaden an. Das wird lustig. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wer als erstes rausfliegt. Oder ob die überhaupt einen Motorschaden bekommen können, so disqualifizieren. Stimmt. Und der erste fährt auch schon raus, oder? Ich glaube, das sind vermutlich die Birds. Ja. Oder so, ja. Also die haben sich, die sagten schon, wenn wer rausfliegt, dann fliegen alle raus. Echt? Ja, aber entweder fliegen alle raus oder keiner. Es wird safe so passieren. Ja. Wäre auch lustig, also ich hätte eigentlich auch mal wieder nach dem letzten Rennen Bock auf so einen Crash, weil das letzte Rennen war schon relativ monoton. Ja, jetzt ist schon. Michael hat seinen Namen geändert auf Steam anscheinend. Gucken wir mal direkt in die Fahrersperspektive. So. Sonniger Tag in Spanien. Letztes Mal haben wir bei Nacht gefahren oder bei Gewitter, keine Ahnung. Ja, irgendwas dunkel, glaube ich. Jetzt fühlt es sich auf jeden Fall ganz anders an. Und, ich mach mal die Minimap. Ich muss ja. Ich muss wieder alles einstellen hier. Die Map sieht auch diesmal komplett anders aus. Also die ersten beiden haben sich ja ein bisschen geähnelt. Wo waren wir letztes Mal? Aibam. Bayran. 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 Ja. Bayran, Junge. Genau. Nicht erstmal Iran. Okay. Ja, so wie immer die Qualifying-Runden relativ uninteressant aus meiner Perspektive. Keine Ahnung, ich weiß nicht, also meistens sieht man halt ein, zwei fastest Laps, aber im Rennen. Keine Crashes, gar nichts. Ja, eben, wir waren alle super safe. Ich meine, ist auch völlig okay. Aber. Also ich bin nur hier für Leute, die Crashes machen. Ja, Crashes sind halt auch viel spannender. So, Michael jetzt in seiner ersten gewerteten Runde. Ich habe noch gar nicht darauf geachtet, wie lang eine Runde hier ist. Wahrscheinlich wieder um 1,20, 1,30 rum. Es scheint immer so der Fall zu sein. Da dreht sich wohl. Meine Güte. Gut, das ist nicht seine Bestzeit. Absolut nicht. Dann gucken wir mal bei wem anders rein. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt mit Controller oder Dings spielt, weil ich glaube, der meinte, dass er irgendwie ein Lenkrad geholt hat oder so. Ja, der hat sich ja ein Lenkrad gekauft. Das hat er schon seit ein paar Tagen. Ich bin mir jetzt nicht, also ich schätze schon, dass er jetzt damit spielt, weil der hat vorhin auch schon ein bisschen damit geübt. Ja. Okay, Moritz. Ist ein Minimum. Okay, er kommt gleich auf die Zielgerade ist sehr lang. Ich weiß. Moritz mit Lenkrad. Wir können ja meinetwegen mal eben hochholen. Keine Ahnung, das kommt mir gerade irgendwie so vor. 1,18, okay, ja, relativ schnell die Runde, ne? Sonst war das auf den anderen Maps immer so 1,20, 30. Aber ja, sonst zieh mal Moritz und Moritz und Yannick direkt mal hoch. Vor allem, das war ja auch bei Yannick, ja. Hallo. Hallo. So, erste Frage, Moritz, spielst du mit Lenkrad oder mit Gamepad? Ah, okay. Lenkrad? Ja. Ah, nice, dann habe ich es wirklich erkannt. Das sieht man irgendwie im Lenkverhalten. Ja, die Bewegungen sind nicht so stark wie bei... Ja, die sind ein bisschen natürlicher, ne? Die sind natürlich flüssig und nicht so dotterig, sag ich mal. Was sind denn so eure Ambitionen für dieses Rennen jetzt? Vor allem im Hintergrund, dass Yannick letzte Woche nicht da war. Erstmal ordentlich Plätze klar machen, ne? Erstmal ordentlich in Wände reincrashen. Ah. Hast du denn seit letzter Woche ein bisschen geübt? Nicht die Strecke. Habt ihr denn generell schon mal mit Schaden angefahren? Also ja, ich bin auch schon auf Simulation gefahren, also mit dem Schaden, den wir jetzt haben. Das ist extrem. Ich bin echt auf Yoshi gespannt. Der hat sich jetzt schon zweimal gedreht, ne? Mhm. Wir müssen mal mit der Kamera dann so machen, dass wir da sind, wo Leute gerade in Kurven sind. Erst recht bei vielen, wo mehrere Leute sind. Ja, wo mehrere Leute sind, genau. Aber ich denke, diesmal soll das machbarer sein. Ja. Ihr lernt ja auch immer dazu, das so häufiger. Boah. Boah. Max.
Kann denn jetzt auch bei dem, dadurch, dass der Schaden an ist, kann dann auch der Motor, also Motorschaden geben, oder ist es dann nur so ein... Ja, aber Michael hat das auf reduziert gestellt, also wird das nicht so häufig passieren. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass irgendwer komplett disqualifiziert wird wegen Motorschaden. Yep. Okay. Ja dann, ne? Dann war's das erstmal. Ja, dann viel Erfolg euch nochmal. Ja, danke, danke. Seid vorsichtig und passt auf Yoshi auf. Jo, und Marlon. Ciao. Oh Gott. Sorry. Ja, das erste Drittel des Qualifying haben wir schon um. Oh, ich hab Hunger. Ach, jetzt hätte ich Yannick nochmal fragen können, weil der ist schon wieder so lange im Pit. Nicht, dass er schon wieder ganz am Ende seine Zeit erst fährt. Aber er hat schon eine Zeit. Ah, nee, warte. Nee. Esche. Ja, Esche. Und Philipp jetzt gerade... ist aber eine sehr schlechte Zeit. Hat er sich einmal gedreht? Weil der kommt erst mit 1,30 oder so an. Weiß nicht. Wenn überhaupt. Ja, der muss sich gedreht haben oder so. Zweite nicht ohne Runde immer nicht eigentlich sogar schneller, weil du halt von der langen Strecke schon die Geschwindigkeit hast. Ja, nee, das ist doch sowieso so. Also wenn du aus dem Pit rausfährst, hast du ja erstmal Outlap und dann fängt die Runde doch erst an, wenn du durchfährst. Also das ist auch die erste Runde, die gewertet wird auch. Aber warum sind so viele immer so lange im Lap? Im Pit? Ja, vielleicht, ja, sonst lass uns den hochholen und fragen. Gaung, ich kann jetzt nur assume, so, weiß ich nicht, dass sie halt Reifen wechseln, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Boah, Yoshi. Ich sehe den Motorschaden schon kommen. Oh, irgendwer ist mega krass irgendwo reingecrashed. Ja, sonst holen wir mal Max hoch. Der ist ja jetzt gerade Outlap. Guck mal, Moritz. Nicht, doch, Moritz, guck dir mal. Nee, das war gar nicht Moritz. Ah, irgendwer... Oh, Yannick ist raus. Yannick ist tot. Aber der ist disconnected, oder? Gut möglich, weil der ist gerade von der Strecke... Der war einfach auf der Strecke und dann... weg. Ja, der wird vermutlich wieder... Also das... Yannick, was passiert? Ja, ne? Auf den Curb gekommen, zu schnell beschleunigt. Ah ja, hatte ich doch recht. Bist du jetzt raus fürs ganze Rennen oder jetzt nur für Qualify? Das Quali. Ah, okay. Okay, also letzter Platz startest du dann. Genau. Aufpassen. Ja, belastend. Ja, aber beim Start kann man ja noch gut Plätze gut machen. Ja. Ist jetzt so langweilig für die nächsten 10 Minuten. Ja. Ich zieh dich dann mal schnell wieder runter. Ja, alles klar. Ja, ciao. Ja, hatte ich doch recht. Ach Mann. Wen können wir denn noch hochziehen? Weil nicht Mario und Philipp vielleicht? N im Dings. Hallo. Ja, Dings. Ja. Hallo. Mach's nicht für Yannick. Ja, ich hab's schon gesehen. Ist doof, aber kann man dann jetzt auch nicht ändern. Also jetzt ist er einfach auf dem 10. Oder sicher auf dem 10. Guck, ich kann schon mal nicht letzter werden, finde ich gut. Aber sag mal, wieso bleibt man eigentlich immer so lange im Pit? Also man wechselt vielleicht die Reifen und so, aber gibt es da noch einen anderen Grund? Es ist einmal so, dass du nicht wie bei einem normalen Boxenstopp da ranfährst und die ziehen die neue Reifen drauf und fertig ist, sondern du wirst immer wieder in die Box reingeschoben. Also die machen einmal so fertig, dass du da ein bisschen drin stehst. Naja, das liegt auch daran. Weil die auch tanken und das dürfen die in einer normalen Boxengasse darf man nicht tanken. Deswegen müssen die in diese Werkstatt reingefahren werden. Also das Spiel zögert das quasi automatisch so selber. Ja, natürlich. Okay. Ja. Ja, wir hatten uns schon gewundert, wieso seid ihr jetzt so lange teilweise im Pit, so fahrt einfach raus. Ja, okay. Das ist halt im Grunde eine Animation dafür, dass die Reifen gewechselt werden, weil dass man betankt wird, gibt's nicht. Aber die ziehen dir halt dann da immer noch Reifenwärmer drauf und allem drum und dran und dann bauen die wieder ab, wenn du raus willst.
Und das machen die halt immer und deswegen bist du dann da so lange drin. Okay. Ja, toll gedreht. Schnell weg hier. Ja, dann viel Erfolg noch. Okay. Ach, Moritz hat... Ah, okay. Ja, Michael kommt langsam Moritz näher mit der Bestzeit. Ich finde, das ist so gerade so das Spannendste irgendwie, was wir uns vielleicht angucken können. Ah, ich habe ein bisschen Angst, dass Michael wieder gut platziert wird. Ich meine, diesmal hat er ja sein Lenkrad und das ist ein neuer, also... Aber ja, wenn Michael jetzt wieder Erster werden würde, dann wäre es halt... Ich meine, ist ja auch völlig okay, wenn er halt so gut ist, aber... Das, wenn der Skill-Gap halt so groß ist, genau. Ich würde es halt mal gönnen, wenn jetzt irgendwie Yannick oder so Erster wird, aber... Das ist, weiß ich nicht. Wenn Yannick im Qualifying schon so früh rausfliegt... Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir nicht das gesamte Rennen sehen werden. Ich auch nicht. Oder es mindestens zwei, drei rausfliegen und wird sehr monoton. Entweder Gap zu groß, also dass Michael einfach, dass keiner mehr aufholen kann. Mhm. Streit. Auch wenn jeder hier groß. Erwachsen ist. Ja. Ne? Naja, ist jeder erwachsen? Nee, ich glaube, Moritz ist noch 17. What? Aber deswegen, I know what I mean. Ja. Und... Ja, das wird einfach keinen Bock mehr haben. Ja, werden wir sehen. Ne? Also ansonsten modifiziert man halt das Turnier irgendwie. Mhm. Können wir denn jetzt gerade zuschauen? Immer da, wo viele in die Kurven sind. Ja, Qualifying ist es noch nicht so wichtig, aber... Ja, aber wäre trotzdem cool. Aber vielleicht kann sich Yoshi jetzt nochmal ein, zwei Plätze sichern. Boah. Wir müssen jetzt gleich mal drauf achten, wenn jetzt in Sektor 3 kommt... Achso, der ist jetzt schon Sektor 3, verdammt. Dass man halt so Tendenzen erkennen kann. Ja, da hat er sich nochmal gut Plätze gegeben. Der war Siebter? Ja, der war Siebter. Von Siebten auf Fünften. Das ist verdammt gut. Ja, Philipp ist jetzt auch Dritter. Der war ja eben auch noch unten. Aber wie man sieht, es sind halt einfach nur 3 Sekunden Unterschied vom 1. und 9. Wobei ich finde, beim Qualifying sind 3 Sekunden aber viel. Also, kurze Anekdote, als wir sind letztes Jahr, 2020, im Februar, irgendwie mit Michael, André, Yoshi und allen halt von LBL Kart fahren gegangen. Oh, und geil. Und ich bin halt übel scheiße in Kart fahren, aber... Und am Ende waren halt... zwischen dem ersten Platz und mir dem letzten Platz 6 Sekunden. Und das ist verdammt viel gewesen. Ja. So, ich dachte, okay, ja gut, 6 Sekunden. Also eigentlich, also wenn man es so sieht, ist es gar nicht mehr so viel, aber 6 Sekunden, also oder 3 Sekunden sind schon auch echt, können echt viel sein. Ja. Kartfahrt, ey. Geil, war ich ewig nicht mehr. Aber wir können natürlich auch, je nachdem, wenn es passt, nach der ersten oder zweiten Rapid LAN auch mal Kart fahren. Also schön am Sonntag, wenn wir halt sowieso schon anpacken alles, PCs nach Hause bringen und so und dann die halt Kart fahren. Auch noch vorbei. Ja, je nach, wenn wir das Werk bei der ersten Rapid LAN schon machen, dann klar. Aber ich weiß nicht, ob wir das, also müssen wir gucken, ob das dann klappt. Ja, alles gut. Aber ja, wir wollten sowieso eigentlich, wir hatten eigentlich letztes Jahr noch ein zweites Mal Kart fahren gehen, aber dann war ja Corona. Aber vielleicht funktioniert es ja nächstes Jahr. Ja. Hm. Einfach schon fast 2022. Ja, true. 3 Monate noch. Wir haben wieder September.
Oh, Moritz, das hätte ich jetzt gerne gesehen. Scheiße. Oder Leon. Entweder ist es Yannick oder Moritz, der oh, liegt. Oh, das ist Moritz. Ah, schön. Ja, Yannick ist in der Box. Ah ja, true. Die spawnen. Ja, okay. Und da hatte er Bestzeit. Ich meine, kommt, also Michael ist jetzt im Pit, fährt vielleicht gleich für noch eine letzte Runde raus. Je nachdem, wie Philipp jetzt fährt. Philipp ist eigentlich echt gut dabei. Zieh mal einmal kurz Moritz und frag nach. Ja. Hi Moritz, bleibst du jetzt Erster, wenn du die Bestzeit immer noch hast? Also die schnellste? Ah, okay. Solange ich die Bestzeit halte, bleibe ich Erster. Okay. Ja, nice. Aber wahrscheinlich nach der Kurve irgendwie... Ja, ich bin zu weit raus auf den Curb. Ja. Wie bei Yannick. Ja. Ungefähr. Ich glaube sogar auf derselben Strecke. Nee, ist eine Kurve... An Kurve davor oder so. Ja, zwei Kurven davor, wenn. Ja. Vierte Kurve, ich bin jetzt sechste oder siebte Kurve raus. Aber solange es noch läuft, ist ja nicht mehr lange. Ne, eine Minute 50. Ja. Aber solange Michael und Max nicht noch Bestzeiten machen, ist halt. Dann ich meine, Michael hätte ja noch eine Chance rauszufahren. Aber ja, viel Glück. Jo. Die einzigen beiden, die gerade draußen sind, Max und Moritz. Ne, gar nicht Marlon, verdammt. Schade. Ich finde es immer noch so lustig, dass wir einen Max und Moritz haben. Ja, Marlon leider. Immer noch, also gut. Max, ich meine, ist nicht der letzte Platz, ne? Wegen Yannick. Aber besser ist jetzt auch nicht geworden. Und bei Max, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, aber ich glaube, das wird auch keine Bestzeit mehr. Vor allem diese letzte Kurve, also diese Blitzkurve da, jetzt gerade Max ist hier, die zieht halt am Ende nochmal gut. Okay, gut, er fährt sowieso direkt ins Pit. Philipp ist nochmal rausgefahren. Ja, gute Chance noch Dritter zu werden. Vielleicht sogar noch Zweiter. Boah. Zwei. Wie der Reifen da noch hängt. Oh Gott. Achso, weil er erst nach der Zeit die Runde jetzt begonnen hat. Deswegen ist er jetzt ein Finish-Zeichen. Aber Marlon kann seine Zeit jetzt noch werden lassen. Er hat jetzt noch gut eine Minute gerade. Aber ich weiß nicht. Ach, Marlon hat es aber geschafft. Achso, nee, die Bots. Okay, er ist über den Bots. Er hat es auch geschafft, über die Bots zu kommen. Sehr gut. In der letzten Runde. Vielleicht kann er sich jetzt noch einen Platz sichern. Yoshi, der nein. Das ist ein Bot, glaube ich, der fährt. Nee, das ist Philipp. Philipp, ja. Er ist sehr krass an ihm vorbeigezogen gerade. Eigentlich hätte der Marlon komplett in Ruhe lassen sollen. Ja, schade, keine Bestzeit mehr, aber gut. Und die Kameraperspektive war ganz sick. Ja. Die hatte ich glaube ich noch nicht gesehen, ey. So eine schöne mit Helikopteransicht. Ah, die mit Helikopteransicht ist gut, da kann man noch aus. Ja, da kann man alles andere sehen, ja, genau. Okay. Moritz in erster Position. Oh, das ist belastend. Ja, gut, aber die Reality-KIs kann er relativ fix überholen wahrscheinlich. Ja, aber er hat jetzt nicht so viel Training in der... Ja, stimmt.
Er hat generell wenig Training gehabt jetzt, auch dadurch, dass er letzte Woche nicht da war. Aber wer weiß, er hat ja mit Moritz einen sehr starken Partner. Also Moritz ist auf jeden Fall auch ein Kandidat für den ersten Platz diesmal. Weil beim ersten und zweiten Rennen war er eigentlich echt immer gut dabei, aber hat dann doch nicht so gereicht. Wie machen wir das jetzt eigentlich mit dieser einen Punktevergabe? Machen wir das noch? Dass du und ich jeweils einen Punkt geben? Ach so, also erstmal müssten wir auch theoretisch also die anderen Rennen nochmal bewerten. Ich weiß noch nicht, ob Michael das, also ich glaube, Michael hat jetzt die anderen mal gefragt. Also, wir können ja nach dem Rennen mal einfach fragen. Ja, ja. Wir können uns ja jetzt einfach mal ein Bild machen, wen wir den Punkt jeweils geben würden und dann gucken wir, ob wir das so machen. Ja. Meinte ja einfach nur, ja, ich frag die anderen und das war's erstmal. Ja. Aber ich meine, wir haben es ja alles auf Aufnahme, kann man sich halt noch notfalls nochmal angucken. Aber ich glaube, ich wüsste schon, wen ich meine Punkte gebe. Ich auch. Ich würde im ersten Rennen, glaube ich, Philipp nehmen. Ich würde im ersten Rennen tatsächlich Moritz nehmen. Ich glaube, du würdest wahrscheinlich im zweiten Rennen Moritz geben, oder? Also einen der beiden Rennen würde ich Moritz definitiv geben, weil er einfach irgendwie schon so der Underdog ist. Das Ding ist halt, ich würde ziemlich jetzt nicht im zweiten Rennen geben. Das käme irgendwie ein bisschen zu sehr mitleidsmäßig. Weil halt alleine war. Ich würde es Yannick geben. Im zweiten. Ich glaube, im zweiten würde ich es Robin geben. Auch wenn er ziemlich weit oben ist. Okay. Telus. Die erste Kurve. Moritz im ersten, Michael zweiten, Max dritten. Oh. Komm, irgendein Unfall, let's go! Es sieht doch alles gut aus, Ich hab grad einen hohen Puls. Boah, das ist halt fucking interessant, wenn die noch alle so Haufen an Haufen sind, ne? Ich hoffe, das stört nicht so sehr, aber ich skippe halt manchmal hin und her, damit die Kamera ein bisschen konstanter bleibt. Oh, Leute, das läuft uns ja alles gut. Soweit. Ja, so ein Gap kommt jetzt schon zwischen Marlon und Yoshi. Hat Michael einen Fehler gemacht, aber trotzdem noch Erster. Ja. Michael einfach anderes Level. Wobei aber Michael gerade ein, zwei unnötige Fehler macht, glaube ich. Also es sah zumindest. Die sind alle gut. Oh, irgendwas ist da passiert! Yannick! No! Okay. Oh, besser, 1,25. Oh nee. Okay, Yannick. Jetzt hat Yannick wieder so. Jetzt ist die Frage, ist bei ihm auch schon gut was kaputt? Ich weiß nicht, können wir das irgendwie sehen? Vielleicht Telemetrie? Oh, schon wieder! Marlon, ne Philipp! Ah, dass man das nie sieht. Ah, belastend. Dass man das nie sieht. Oh, Yannick! Yannick, schon wieder! Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist die Frage, ist bei ihm schon einiges kaputt? Stehen. Er hängt. Er hängt. Oh nein! Nein, Yannick! Yannick! Nach der. Oh, ärgerlich. Zweite Kurve, zweite Runde! Was ist denn, also kann er jetzt. Also, da müsste. Irgendwer müsste ihn jetzt rausschieben, oder nicht? Disqualifiziert. From Session. Parkt innerdings. Yannick ist disqualifiziert. Nein. Hol mal Yannick. Hol mal Yannick und Moritz hoch. Hallo. Hallo. Yannick. Aber schade, dass man das nicht gesehen hat, ne? Das Erste. Was ist da passiert? Was ist schiefgelaufen? Ihr habt zu viel Gas gegeben, gedreht und damit im Hinterrädern im Kiesbeck hängen geblieben. Oh, fast lebt Michael wieder. Und jetzt bist du für die ganzen 33 Runden raus. Ja. Wow. Kann mir nicht sagen, wie dass man wiederholt das Rennen oder so. Nee. Ach du Scheiße. Ah, nein. Mann, realistisch ist unfair. Ja, ich weiß echt nicht, wieso ich dazu entschieden habe, realistisch. Yoshi!
Er hat aufgesetzt. Oder? Nein, nein, Yoshi setzt auch auf. An derselben Stelle. Yoshi ist auch disqualifiziert. Oh. An derselben Stelle. Das ist dieselbe Stelle. Das ist ein Map-Fehler. Jo, man setzt da ja echt auf. Das ist ein Map-Fehler. Ja, das ist genau dasselbe, was ich da die Tage in Allchat reingeschickt habe. Hol mal noch Michael und Yoshi gleichzeitig hoch, bitte. Bot disqualifiziert. Hi, ja, das halbe Match ist gleich disqualifiert. Wie bitte? Das halbe Match ist gleich disqualifiziert. Durch einen Map-Fehler. Ja, Safety Car ist raus. Du, Michael, wie weit willst du mit deinem Delta noch vorfahren? Drive-Through Penalty. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ja, Safety Car ist raus. Ja, weil Yoshi und Yannick sind auf der gleichen Stelle hängen geblieben. Ja, ja, das ist. Aber warte mal, Yannick, du bist auch an der Stelle hängen. An genau der Stelle, ja. Das ist ein Map-Fehler. Ja, da setzt der Unterboden halt auf, sodass du mit den Hinterrädern keinen Bodenkontakt mehr hast. Ja, die haben sich aber durchgedreht. Ja, raus mit der Map. Das ist halt scheiße, ne? Das ist halt echt kacke, vor allem in der vierten Runde oder dritten Runde. Ja. War super Animation, die Reifen werden entfernt und spawnen einfach wieder da. Ja. Formel 1 2021. Was ist denn mit deiner Strafe, Michael? Ich mach die jetzt. Ach so, du kannst die ja nicht im Safety Car absetzen, ne? Nee. Ja. Sag mir was. Also. Das darf man nicht überholen, ne? Nein. Oh, Latifi hat direkt auch schon Motorschaden. Sind halt drei Leute schon raus nach vier Runden. Ja. Ja, und zweimal war es aber nicht, weil irgendwie komplett Flüge und man hat sich fake rausgekickt, sondern du hast dich reingedreht und dann an der einen Stelle bleibst du hängen. Ja, eben, es lag ja nicht daran, dass es dass der Schaden jetzt an ist, ne? Nee, das ist das gerade so passiert. Das habe ich Tage auch mit Max schon. Ja, genau, das hat das ja. Das war Disqualifikation wegen Parken auf einer gefährlichen Stelle oder so. Ja. Das hat ja nichts mit Schaden zu tun. Einfach Spain Pain. Aber das Rennen zu wiederholen ist jetzt keine Möglichkeit, oder? Also. Ich weiß nicht, wenn die anderen nicht damit zufrieden. Also, wenn die anderen es nicht wollen, weil die eben deren Plätze nicht aufgeben wollen, dann. Nein, ich habe eh kein Problem damit. Ich kapier das. Ich kenne die Stelle. Holst du mal alle rein und dann müssen wir drüber sprechen. Ja, hol mal den Rest auch noch rein. Aber ich würde sagen, aber ohne Qualifying, ne? Dass wir einfach dass du die Startposition einfach genauso wieder aufstellst. Also einmal jetzt für alle. Es steht jetzt im Raum, ob wir das Rennen wiederholen. Weil es gibt nämlich, ich sag mal, einen Fehler. Also nicht wirklich Fehler bei der Map. Fehler in der Matrix. Es gibt dann eine Stelle bei einer Kurve, da sind die Yannick und die Yoshi gerade rausgeflogen. Das war nicht wegen Schaden. Ne. Sondern weil der Boden vom Auto Setzt auf, sodass die Hinterräder keine Traktion mehr haben. Ja. Also kurz gesagt, Yoshi und Yannick sind wegen dem Map-Fehler rausgeflogen, nicht wegen dem Fahrfehler. Ja. Und jetzt überlegen wir, das Rennen neu zu starten. Genau in das der heißt, Kurve hier. Das heißt, eine rote Flagge rauszuholen und zu sagen, wir machen nochmal einen Neustart. Ja. Die Qualifying-Positionen würden halt gleich bleiben. Das heißt, wir würden keine Qualifying mehr. Der Fehler ist ja dann immer noch da, auch beim Neustart, I guess. Ja, aber dann weiß man halt, dass man da ein bisschen weiter aufpassen muss, weil wenn man da irgendwo sitzt und nicht mehr weiterfahren kann, dann wird es halt disqualifiziert, auch wenn er nichts bekannt. Ja, das war halt Disqualifikation wegen Parken bei der gefährlichen Stelle. Ja, und wie das da hieß. Also wenn alle dafür sind, das Safety Car fährt so langsam, ich krieg meine Reifen nicht warm. Ach, sag nicht sowas. Junge, ich dreh mich fast raus hier. Ich seh's gerade, Alter. Die Hälfte der Leute, die noch drin sind, haben eine Zeitstrafe. Weil. Drei. Ja, nur Aston Martin. Was mit dir, Michael? DS? Durchfahrtsstrafe. Ich hab verpeilt, dass es das Safety Car raus ist, bin einfach weiter geheizt. Von mir aus können wir nochmal neu starten. Habt ihr noch kein Problem? Ja, dann. Weil fünf Runden sind schnell durch. Gut, also wenn keiner lass mich eben alle durchfragen, dann damit wirklich. Max, bist du dafür? Ja, warum nicht? Okay, Moritz auch, Yannick auch, Yoshi du? Ja. Marlon? Enthaltung. Enthaltung ist immer schwierig. Philipp? Ja. Ja, ich wäre auch dafür, Dennis und Ruben ihr auch. Ja, mir Latte. Ist ja auch schon mehr. Habt ihr denn jeder noch eure Startposition? Discord drauf und let's go. Das Rennen beginnt. Noch kein Sound, falls er eben bei mir jetzt... Waiting for players.
Jetzt, okay, perfekt. Dann. Oh, let's go. Willkommen zurück nach technischen Schwierigkeiten. Und wieder die erste Kurve. Jetzt kommt's bei der einen Stelle hängt einfach jeder. Ja, ich meine, wenn das jetzt passiert, dann ist es halt so. Irgendwann müssen wir das Rennen ja auch fertig. Und dann ist der erste gedreht. Ja, die erste Drehung, aber nicht schwer. Max. Max denkt sich jetzt auch. Er war gerade Erster, ne? Er war gerade Erster. Ja, das ist natürlich ärgerlich, aber egal. Er ist ja noch nicht so weit hinten. Winnable. Mann, aber dass man diese Dreher nie sieht, ne? Ja, ich versuche so viele wie möglich anzuschauen, aber meistens passiert es dann da, wo wir nicht sind. Ja, aber Max holt wieder auf. Ja, der ist ja noch nicht so weit weg. Ja, stabil. Boah. Der Zweikampf war ganz vorne. Haben sich zwei schon abgeschottet. Oh, und Max schon wieder? Nee, Yannick diesmal. Oh. Yannick. Aber nicht disqualifiziert. Das ist schon mal ein Fortschritt. Yannick again. Ja, Moritz glaub, die, und. Die Bestzeit ist, glaube ich, sogar jetzt besser als letzte Mal. War die letzte Mal nicht 25? Ja, kann sein. Aber ich meine, jetzt haben die ja schon sehr viele Runden aufgespielt. Ne? Mhm. Oh, Yannick ist direkt ins Pit gegangen. Wahrscheinlich Reifen kaputt oder so. Das bringt ihn natürlich jetzt sehr weit. Guck mal auf die Map, also zu. Das bringt ihn sehr weit nach hinten. Spannender Zweikampf ganz vorne. Aber ich will jetzt eigentlich bei den anderen zuschauen. Nicht, dass da irgendwie was passiert, ne? Leerer Joghurt. Weil hier könnte doch locker gleich was passieren. Ich sag's dir, bei Yannick passiert gleich wieder was. Ich meine. Nicht böse, aber ist ja relativ uninteressant. Er ist jetzt gerade 30 Sekunden hinten, also das erstmal aufzuholen wird auch schwierig. Ich meine, die anderen müssen sowieso irgendwann mal ins Pit auf. Okay, keine Ahnung, was das da unten heißen soll. Das habe ich so nicht hergestellt, aber gut. Aber ich... Oh, komm schon, dreht sich hier einer, bitte. Yannick und Moritz wieder... Nein, nicht Yannick. Michael. Michael und Moritz... Die können sich nichts. Und vor allem auch beide mit Lenkrad, oder? Mhm. Unfair. Moritz hat nach Michael direkt die beste Zeit geholt? Okay. That's cheating. Nein, macht schon Sinn. Aber ja, dieses Luft durchlassen bei Langstrecken oder so, oder nicht? Oder wenn man irgendwie 3 Meter hinter einem anderen Fahrer ist. Vor allem Yoshi ist diesmal auch sehr weit hinten. Der war ja auch gerade sehr weit vorne. Ah ne, gar nicht, der ist ja auch disqualifiziert worden letztes Mal, stimmt. Aber in den letzten beiden Rennen war Yoshi eigentlich auch immer vorne dabei. Boah, Yannick deswegen, ist 35 Sekunden hinter Yoshi. Mich freut's aber, dass Marlon diesmal auch relativ weit vorne dabei ist. Ah, Max Dritter, Siebter. Gut, aber die Bots wird er ja relativ schnell überholen können. Jeder hat dazu gestimmt, außer jetzt glaube ich Marlon. Ja, Marlon, ich glaube Marlon war nicht so zufrieden damit. Oh, Moritz. Das ist ein 3 Sekunden Time Penalty, das wirft ihn selber nach hinten, also in Anführungszeichen. Ich weiß gar nicht. Muss er beim nächsten Boxenstopp einfach 3 Sekunden länger warten? Das wird irgendwie Sinn machen. Ja. Er ist auf jeden Fall jetzt technisch gesehen nicht vor Michael. Oh, Michael ist... Okay, jetzt ist er wahrscheinlich vor Michael. Und er dreht sich noch. Oh. Sehr ärgerlich. Oh, nee. Gut, dass er keinen reingefahren ist. Das wäre ärgerlich gewesen. Da schon wieder Angst gut, gehabt, Michael, sehr weit hinten. Ja. So schnell kann es gehen. Oh, der ist jetzt Siebter. Yep. Oh. Oh, die überhört. Warte mal. Moritz könnte bald vielleicht sogar Yannick überholen, wenn Yannick weiterhin so langsam ist. Aber bei Yannick geht die Zeit immer hoch. Naja. Mal schauen. Ich muss sagen, das ist jetzt schon spannender als das letzte Rennen. Auf jeden Fall.
Na guck, wir sind jetzt schon wieder fast bei der fünften Runde. Mhm. Aber Moritz, der zieht echt vorne weg. Philipp, der war doch gerade noch viel näher dran. Ich meine, diesmal haben wir 33 Runden. Das sind 4 Runden mehr als bei dem ersten oder 2 Rennen. Keine Ahnung, wieso das Michael jetzt so eingestellt hat. Hätten wir vielleicht mal fragen können. War das ist jetzt länger? Naja, dann, sonst hatten wir mal 29 Runden, ne? Das war aber gerade schon. Sonst hol mal Michael und Yoshi hoch. Ich weiß nicht. Hallo. Hallo. Sag mal, wieso haben wir 33 Runden statt 29? Weil die Bahn kürzer ist. Wir hatten ja am Anfang auch gesagt, jetzt ist so 1,25 ungefähr die Zeiten. Und vorher waren es irgendwie 1,30. Mhm. Ja. Bis 1,50 die letzten. Ja, okay, okay. Ja, Maike, was da passiert gerade? Sag mal. Ich hab Grip verloren auf der Hinterachse und hat man mich gedreht. Du bist jetzt auch gerade mit dem Lenkrad dran, ne? Ich hab Lenkrad. Ja. Marlon zieht dein Bot. Aber ich mal gucken, ob meine Strategie so aufgeht. Bin ja vom Start relativ gut weggekommen. Mhm. Mal schauen. Ich meine, es ist aber mal schön, das Top-Team auch mal so weit hinten zu sehen. Ja, ihr habt ja die besten geil. Punkte. Also das Rennen ist ja noch nicht. Das stimmt, ja. Ist aber trotzdem schon mal schwieriger für euch. Und ich weiß nicht, was hier Punkt jetzt hier gerade. Was macht ihr? Oh. Was passiert? Wir haben nur die Drehung gesehen. Hat dich irgendwie abgedrängt? Ich wollte innen vorbeiziehen und fest hat man zugemacht. Bastard. Meine Reifen komplett heiß. Einfach Robin, ja, und, Robin als schlimm, KI unterwegs. Auch mal Punkte. Robin spielt einfach heimlich als KI. Finde ich nicht schlimm. Ja, aber ist ja auch ganz schön, wenn die anderen auch mal Punkte bekommen. Und wenn du lieb bist, Michael, kannst du ja Yannick noch überholen lassen. Ja, das Ding ist, ich habe geguckt, wie es halt von der Wahrerwertung so aussieht. Wenn ich nicht Letzter werde, bleibst du vermutlich noch Letzter. Genau, das möchte ich halt bleiben. Aber gut, das dritte. Ist wichtig zu gewinnen. Ja. Da kannst du jetzt erstmal mit dem Lenkrad üben und gut ist, ne? Das wäre echt belastend, wenn. Also, Rapid Run jeder da, außer ich, ey. Ja. Wie gesagt, ich habe zu Dennis auch schon gesagt, ich bringe meinen großen Monitor mit und dann schalten wir ihn so als Kommentator dazu. Ja, da muss ich auch Anzug und so anhaben. Na, der Rapid Run ist nicht jeder, weil Marlon ist nicht dabei. Also, Marlon hat gar keinen Bock? Der würde halt, wenn es geht, halt, der würde halt an den einen Tag da, an den Abend dann vorbeikommen. Ja, nee, aber der wird nicht komplett. Okay, nee, dann geht das nicht, weil das ist in den Hausregeln. Man muss als Person da bezahlen, um dann da zu sein. Man darf keine Besucher. Super. Also, ich habe gar keinen Bock auf das Wochenende. Auch, also, ich meine, im Notfall können. Wie gesagt, das ist immer. Nein, hat er keinen Bock. Okay, schade. So, die ganze, mit den ganzen Übernachten und lange und bleiben und so. Oh, okay. Marlon. Ja, weil... Oh mein Gott, Max, du! Was? Warum steht Max so? Oh, Max wird dich sowas von beleidigen dafür. Ich? Das steht mir so im Weg! Der steht mit auf dem Strecke! Ich hab keine Chance auszuweichen, weil links war auch Marlon! Aber nochmal ganz kurz, also ich meine, ich werde vermutlich Marlon einfach nochmal im Februar fragen, weil, wie gesagt, man kann ja noch einen Monat vorher sagen, hey, da kommt noch wer dazu. So, das ist kein Problem. Also, wenn, Latifi, du Notte! Vielleicht ändert er seine Meinung noch. Wäre eigentlich ganz cool, aber gut. Wenn er nicht will. Wieso sind zwei Bots jetzt auf den zweiten und dritten Platz? Weil Bots das Spiel immer besser überleben bei sowas. Ja. Was mit Moritz passiert? Weiß ich nicht, hat sich gedreht oder so. Ach so, lol, Moritz. Das sehen wir ja leider nicht. Also das ist echt schwer zu sehen. Meine Güte, Alter! Ja, den Überblick zu behalten. Ja. Wann muss ich in die Box? Oh, grün. Ah, okay. Philipp oder Marlon? Hotbox ist noch ganz drauf. Eieiei. Sieht man leider nie. Also liegt das jetzt am Schaden, dass sie so viele Drehungen hat? Ja. Ganz vorne Marlon ist hinten bei mir. Der Flügel kann, wenn er leicht angeschaltet wird. Hat Kapuzki, Alter! Wenn du Schaden am Flügel hast, ist die Aerodynamik nicht mehr so gegeben. Das heißt, du kommst viel, viel schlechter um Kurven. Kommst gar nicht um Kurven gefühlt. Weil der Lenkwinkel ist auch kacke, das heißt. Das ja, wie gesagt. Also mein Ziel ist es für dieses Rennen, auf jeden Fall Top 4 zu sein, auch wenn es echt schwer wird.
Ach, Moritz ist so weit hinten. Moritz ist... Moritz war jetzt, ist das zweite Mal jetzt in der Box? Ja, der hat auch kaputten Flügel, genau wie ich. Aber ich finde scheiße vom Spiel, dass er sich vor mir gebackt wurde. Alter, Spanien ist der größte Müll. Habe ich immer gesagt. Ja, Robin hat auch schon gesagt, dann... Also deswegen ist Robin nicht dabei. Es ist eigentlich so ein Battle Royale als wirklich Formel 1. Spanien ist grauenhaft. Schaden ist das eine, aber Spanien ist dann nochmal das andere. Merkt euch mal bitte die Worte von Yoshi nächstes Wochenende in Monaco, Digga, wird er genau das gleiche sagen. Monaco ist auch eine Scheißstrecke. Aber da ist zumindest kein Schaden dann. Nee, und danach kommt Aserbaidschan. Das ist auch eine Kackstrecke. Aserbaidschan. Aserbaidschan. Also Bayran. Wir kommen in Bayran, oder wie heißt das? Ja, wir kommen in Bayran. Bayran. Ne, heute habe ich es richtig gesagt. Willkommen in La Espanol. Nein. Ich hoffe, er sagt es in Spanien. Ja, willkommen in Bayran. Habla Espanol, mi hombre. Er ist auf einmal ein spanischer Kommentator geworden. Was heißt Käse auf Spanisch? Bienvenido. Käse. Mit. mit QU. Also mit QU und dann Queso quasi. Queso. Queso. Oh mein Gott, Max. Max. Hier. Yannick hat 7 Sekunden auf mich nur noch. Ja, der hat guten Mitgehalten. Wie viel bist du? Ja, ich musste in die Box wegen kaputten Flügel, beziehungsweise ich musste allgemein in die Box. Und Moritz hat sich vor mir in die Box gepackt, deswegen ist er vor mir. Also sonst wäre der wirklich hinter mir gewesen. Vielleicht hätte er mich in der Kurve geholt, aber sonst... Habt ihr das erste Rennen auch drauf? Ja, ich habe alles drauf. Okay, also wird das auch gezeigt, so? Ja, ich werde halt vermutlich eine Cut machen, wo es halt endet und dann halt einfach... Da, wo es dann weitergeht. Das nächste Rennen springt rote Flagge, ja, wo es halt... Ja, damit das jetzt nicht zu lang wird. Es wird jetzt definitiv auf jeden Fall 10, 15 Minuten länger als alle anderen Videos, aber ist ja egal. Ah, als alle anderen. Wir wissen ja nicht, wie viele, wie oft das noch passiert, ne? Aber was sagt ihr bis dato? Ist es spannend, oder? Das wird definitiv spannender als das zweite. Oh, oh mein Gott, Moritz hat Marlon rausgehauen! Nee! Doch! Er ist mitten hinten in ihn reingejagt. Aber Marlon ist komplett. Ja, ich weiß. Oder hängt er fest? Ja. Ja, er ist auf jeden Fall ist hinter dir jetzt, Hirschi. Moritz hat Zeitstrafe. Die hat das schon die ganze Zeit, die 3 Sekunden. Ja, das sah ein bisschen böswillig aus, aber ich glaube, es war wirklich außersehen. Glaube ich auch. Ich glaube, er wollte einfach früher um die Kurve als Marlon und dann ist er in Marlon rein, ja. Wer ist gerade Erster? Philipp. Und Zweiter, Dritter, Vierter sind die Bots. Ihr fucking Bots, Alter. Oh, Moritz hat aber auch Probleme mit dem Auto. Ja, geht. Wieso? Ich bin jetzt wieder komplett hinter ihm. Na, ja, wir sehen's. Dann, ihr seid schon 8 Minuten oder so hier. Was? Ja, ihr könnt uns gerne wieder runterschicken. Jo, viel Spaß euch. Viel Glück. Yoshi, pass auf, wie du fährst. Willst du mal Marlon hochholen jetzt? Marlon und Philipp? Ist Moritz gerade nicht in ihn reingefahren? Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht erstmal Marlons Perspektive. Hallo Marlon, hallo Philipp. Hallo. Habt ihr das aufgenommen? Wir haben es gesehen, ja. Also wir haben Moritz Perspektive. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das böswillig oder außersehen war. Ich glaube, das war eher außersehen. Ja. Das sieht halt schon sehr... Ich meine, du wirst es ja sehen, wenn ich es hochlade. Aber... Vielleicht wollte er halt später erst abbremsen, um halt irgendwie schneller durchzukommen. Ich glaube, wir können jetzt auch gleichzeitig noch Moritz und Yannick hochholen. Nee, das wird, glaube ich, zu viel, oder? Nee, scheiß drauf, einfach kurz für die Diskussion. Ich meine, wieso nicht? Hey, Moritz, Yannick. Bleib, Marlon. Okay. Das war ja wohl mal richtig scheiße. Warum jetzt schon weiß und schon sorry, Marlon sagt. Tut mir leid. Mein Bremsfehler. Sie? Disqualifikation von Moritz. Nein. Fuck, jetzt wollte ich DRS aufmachen und hab runtergeschaltet. Ja, ist schlecht. Ein bisschen. Tut mir leid, Marlon, ey. Hast du Schaden bekommen oder so? Nee, das zum Glück nicht. Gut. Boah. Oh, neue tut mir leid. Schön. Er wollte es nicht, dich raushauen. Ja, schön. Alle wieder zufrieden, dann können wir euch alle wieder wegschieben. Ich glaube, der Bot ist raus.
Oh ja, ein Bot ist raus, aber das ist ja nicht, das ist ja nicht der von Robin. Latifi. Also solange Max Verstappen überlebt, kriegt Robin eine schöne, Zeit. Wisst ihr, ob Michael die KI-Stärke hochgestellt hat? Nee. Nee. Yannick ist schon wieder, oder? Weil ich finde, dafür, dass die Bots eigentlich letztes Mal so scheiße gefahren sind und immer hinten, dafür, dass sie jetzt vorne fahren, die beiden. Ja, die fahren schon deutlich besser als beim letzten Mal. Ja, ne? Ja. Kann einer mal einen richtigen Unfall bauen? Ich hab Bock auf Safety Car. Ja, ich auch. Dann holt man wieder ein bisschen auf, ne? Ja, nee. Gleich, ah, nee. Oder ja. Lässt da rein da. Hm. Oder Michael mal wieder. Ja, komm, Yannick, opfer dich fürs Team. Nee, lass, ich hab gerade 16 Sekunden zum zweiten, ich will das nicht. Doch, ja. Das ist gut so. Du bremst so weiter dann, hinter. Ja dann, ne? Dann ist ja erstmal alles geklärt. Jo. Ja. Außer Marlo nimmt mir das böse. Das mach ich schon, ja. Durchgehend. er wird es nicht so schnell vergessen. Nee, niemals. Was einmal ans Licht in Spanien rausgeschoben hat. Ja. Tschö. Tschüss. Ja. Wir sind so viele Menschen und zu lange. Ja. Okay, jetzt erstmal gucken. Also, momentan sind halt alle ziemlich weit auseinander. Oh, war das schon wieder Yannick? Nee, okay, war nur ganz kurz. Aber es sieht gerade nicht so aus, als würde sich irgendwer crashen. Schade. Also, den beiden Bots will ich jetzt irgendwie auch nicht zugucken. Aber die sind irgendwie am ersten Rennen Schaden gehabt, ne? Irgendwie, ja. Aber ich glaube, dass das hätten wir noch wiederholen müssen. Habe ich so das Gefühl. Nee, es war in der letzten Runde. Ach so, das meinst du. Ach so, ja, klar. Das ja. Mit Philipp, glaube ich, war das. Mhm. Und Michael dann noch erster wurde. Ja. Aber Michael wieder Vierter. Ja. Und die Bots sollte er ja demnächst auch mal überholen. Wobei die Bots wirklich sehr stabil fahren, ne? Ich hoffe echt für Robin, dass sein Bot zumindest überlebt und eine normale Platzierung macht, aber ist halt schwierig, ne? Noch 20 Runden. Ja, aber Robin kriegt die. Ah ne, doch, Robin kriegt die Punkte, ne? Robin kriegt die Punkte von Max Verstappen. Er hat sich abgemeldet. Er hat sich abgemeldet, genau. Ist natürlich auch eine Taktik, ne? Den Bot fahren lassen und darauf gamblen, dass er gut ist. Aber. Ich glaube, das Spannendste ist jetzt gerade Max gegen Moritz. Und jetzt nicht Max und Moritz. Warum ist das so lustig? Hm? Max Moritz. Ja, Max und Moritz. Ist es nicht eine Kinderserie von damals oder so? Ich glaube nicht, nein. Also das weiß ich nicht. Ich kann es dir gerade auch nicht sagen, ich kenne das aber. Auf jeden Fall nicht meine Generation. Nee. Max und Moritz, Buch von Wilhelm Busch. Aus 1865. Das ist auch nicht meine Generation, aber man kennt es halt irgendwie so, weiß ich nicht. Alle Streiche von. Ja, keine Ahnung. Irgendwelche antiken Bücher. Oh Mann, ey, das ist aber echt schade, dass man nie irgendwelche Crashes oder so sieht. Oder eher sehr selten. Ja, und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die nächsten 10, 20 Runden gar nicht mehr so spannend werden. Weil es hat sich so stark entzerrt. Also, und wenn, dann fliegt jetzt jemand alleine raus und das wird halt nicht spannend. Ich will erstmal Mittagsschläfchen machen. Ich glaube, wir könnten natürlich das Game jetzt auch erstmal so laufen lassen und kurze Pause vom Kommentieren machen. Ja, Ringman machen. kurz Ringman nehmen wollen. Das Heaven! ich hoffe, ich wüsste gar nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier die Aufnahme laufen lasse und CSGO starten würde. Ich glaube, der würde ja Formel 1 weiter aufnehmen, aber ich will es nicht ausprobieren. Kommt drauf an, wie du es halt gemacht hast. Kaum GeForce Experience einfach, Aufnahme. Ja, aber wo ist das auf Bildschirm? Es ist, glaube ich, auf dem Spiel, weil wenn ich graust habe, dann nimmt das nicht den Bildschirm auf, glaube ich. Ja dann. Oh, Yannick! Ist raus! Nee. Dieselbe Position! Hol Yannick! Ich kann nicht auf Yannick gehen. Geh nicht. Ja, geh, hol mal Yannick rein. Ja, hol die mal rein. Yannick und Moritz.
Ich glaube, der ist wieder wegen derselben Scheiße raus. Ja, ungefähr, ne? Oh, Janik hat sich gemüdet direkt. Ja. Ist Janik jetzt gegangen gerade? Nee, der ist sich was zu trinken holen. Ja, okay. Das war, glaube ich, selber. Hat er noch was dazu gesagt, oder? Und er hat nur gesagt, dann hat sich das ja auch jetzt gelohnt mit dem Safety Car. Okay. Ah ja, Safety Car ist raus. Ah. Ja, es war auch wieder die gleiche Kurve, ne? Also es war halt diese Backkurve. Ich weiß nicht, wo er rausgeflogen ist. Ja, das sah zumindest auf der Minimap so aus. Also es war auf jeden Fall relativ gleich, aber ich weiß nicht, ob es da war. Okay. Okay, Safety Car ist raus und Michael, glaube ich, zieht einfach vorbei. Ja. Er ist dran vorbei. Kann er deswegen noch so durchziehen? Weiß ich nicht. Wait, die ziehen alle. Das Safety Car bleibt stehen. Ja, das bleibt stehen, bis der erste Platz dahinter ist. Achso. Hol das Safety Car Kolonne ein, überschreite nicht das Delta-Tempo. Achso, ich muss dran vorbei. Ja, okay. Muss der erste Platz das Safety Car wohl holen. Ja, hinter Marlon. Und Marlon bleibt auch dran an dem Marlon fährt vorbei. Doch nicht. Marlon, du bist letzter, du kannst vorbei. Nee. Er fährt rein! Okay, er fährt durch. Okay. Ja. Disqualifiziert. Disqualifiziert, gelbe Flagge. Neo. Oh Mann. Er ist durchs ins Safety Car reingeballert, aber er ist natürlich. Zieh Marlon mal hoch. Aber Marlon durfte halt eigentlich vorbei. Aber da Philipp direkt hinter ihm war. War Philipp hinter ihm oder vor ihm? Philipp war hinter ihm. Ja, okay, dann hätte er dran vorbeigedurft. Das Safety Car, das ist halt schon gefahren, weil Philipp direkt hinter ihm. Weil Philipp ankam, ja. Dann hätte er dran vorbeigedurft. Richtig anpissen. Ja. Ja, ist das jetzt wegen demselben Spot bei dir passiert, oder? Nee, ich bin über den Curb, und dann ist mir der Arsch weggerissen, und dann war da eine Bande. Ja. Und dann hatte ich ein Dreirad. Ja gut, ne? Passiert halt mal. Dann zieh ich immer wieder runter, und dann hol ich gleich Marlon erstmal hoch. Jo, alles klar. Viel Spaß. Jo. Marlon. Das Spiel ist ripped. Ja. Nein, Vibe. Wir haben ganz genau gesehen. Was? Was passiert ist. Was denn? Mit dem Safety Car und Philipp war ja hinter dir und das ist schon angefahren. Ja, weil Philipp halt noch hinter dir war. Bei mir war es halt dann auch noch so, dass er als Marlon vor mir gewesen ist, stand dann, dass ich den überholen sollte. Damit er hinter mir ist und als er mich dann überholt, als er hinter mir war, war dann alles gut. Na, dann spielt sich anscheinend, was ich unsicher, was halt machen soll, was es machen soll. Okay. Ne, weil mir wurde der Funke hat gesagt, das Safety Car wartet auf den Führenden. Du darfst es überholen. Habe ich ja dann versucht zu machen. Das Spiel sagt so, ja nee, der Führende ist jetzt gerade hinter mir und du bist aber jetzt nicht da, wo du sein sollst. Zack, du bist qualifiziert, richtig frech das Spiel. Mhm. Ja gut, ne? Ach Mann, jetzt hatte ich so einen schönen Abstand. Scheiße. Einfach hoffen, dass Michael noch disqualifiziert wird. Ich kann es sehr hoffen, aber das wird nicht passieren. Nee. Scheiß Tryhard. Er hat doch nicht mal damit was zu tun, der fährt halt einfach gut. Ja. Ja dann. Ja. Jo. Dann zieh ich immer wieder runter. Ja, gut. Ja, dann dir für viel Erfolg noch, Philipp. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao. Ach man, ach man. Belassen, ne? Ja, jetzt haben wir halt schon die Hälfte des Rennens. Aber mehr als einmal neu starten ist halt auch irgendwie nicht drin. Game. Machen die das jetzt so lange, bis jeder in der Reihe ist? Ja, vor allem lag es ja jetzt nicht daran, dass Schaden an ist, ne? Wirklich, also... Ja. Das ist halt so komisch, weil das in den ersten beiden Rennen so gar nicht passiert ist.
Wir können jetzt einfach nur hoffen, also dass... Ich glaube, Safety Car hat schon was wegen Damage zu tun. Moritz war mittlerweile dreimal... Dreimal im Stop. Interessant. Komm, Max. Wann fährt das denn jetzt eigentlich weg? Ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, wenn Max da ist. Weil das fährt ja langsamer als normal. Ja, wieso ist Yoshi dann noch so weit hin? Achso, put, okay. Nee, aber nicht, nee, das liegt doch nicht daran. Max, jetzt an diesem gelben Punkt hier, oder? Auf der Minimap? Ah, nee, gar nicht. Achso, das gelbe Punkt ist. Ja, ja, ja. Nee, der gelbe Punkt ist das Safety Car. Achso, das meine ich. Nee, nee, genau. Ja. Wie lange auch? Vielleicht. Ah, ich glaube jetzt nur noch auf Yoshi. Ja, jetzt könnte. Nee, ich weiß es nicht. Aber das, glaub, das kann doch nicht sein, dass es auf Leute wartet. Ich glaube jetzt ins Pit. Aber dann noch die Runde zu Ende, oder nicht? Ja, jetzt bis zum Ende fährt es, glaube ich, ein Pit. Oh je. Nicht sicher. So viel Zeit. Egal, dann ist wieder spannend. Ja, hoffentlich. Ja, stimmt eigentlich. Also das ist jetzt natürlich quasi ein neuer Neustart für alle. Safety Car ist in Lab. Jetzt kann halt jeder... Das geht jetzt ins Lab rein. Jetzt kann sich jeder den ersten Platz wieder sichern. Ist quasi einfach wie so ein Halbzeitstart. Ja. Und sofort geht's wieder los. Wir haben auch schon 18 Uhr tatsächlich. Ne? Dadurch, dass wir halt das eine Rennen neu gestartet haben. Aber egal, gut. Quasi wieder erste Kurve. Was geht's los? Kannst du denn ja wieder kommentieren jetzt? Leipzig vorbei. Oh, come on. Bestimmt Yoshi oder so. Aber immerhin. Warte mal, Yoshi ist schon wieder im Pit? Warte mal, war Yoshi nicht gerade schon im Pit? Achso, muss er vielleicht Strafen absetzen? Ich weiß nicht. Oh, Max und Moritz haben... Immer die beiden. Haben Strafe. Rad bekommen. Weil die sich, glaube ich, berührt haben oder so? Weiß ich nicht. That's gay. Warte. Erstmal Strafe bekommen dafür. Yoshi war gerade im Pit. Aber schon wieder. Dann hat er wohl Strafen absetzt, keine Ahnung. Oh, Michael ist... Ich meine, Yoshi hat zumindest den siebten Platz schon mal sicher, ne? Also, wow. Das ist natürlich chillig. Ganz knapp, ganz knapp. Ich glaube, da kommt es sicher gleich noch zu einer... Oh Bahn. Ja, Michael steht. Michael stand. Ach man, natürlich jetzt wieder da, wo wir nicht geguckt haben. Ist Moritz... rechts vorne irgendwie offen? Rechts vorne? Ich glaube, bei Moritz ist es so offen. Fällt irgendwas kaputt? Ne, weiß ich nicht. Ich glaube, ja, das sieht irgendwie kaputt aus, ne? Ja, so rechts mittig, rechts vorne mittig so. Nee, ach, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ein Formel 1 Auto wirklich aussieht. Komplett. Aber finde ich mal gut, die... Ja, die kriegen trotzdem noch gut Punkte, also nee, in Anführungszeichen gut Punkte, ne? Sind halt 6. Siebter Platz. Gibt ja auch nochmal, weiß ich nicht, 6 Punkte. Aber nicht so wie sonst, so 1. 3. Ja. Klar, sind noch 13 Runden, aber... Ja eben, vor allem Michael ist ja gar nicht so weit hinten. Wenn die sich hier einmal drehen, wenn Max und Max sich drehen zum Beispiel... Ja, 7,5 Sekunden hinter Philipp ungefähr. Ja, 8 Sekunden ungefähr. Also ich würde es ja persönlich eher Moritz gönnen, einfach weil er letzte Woche allein ist und diese Woche quasi auch wieder allein ist, weil Yannick fast direkt disqualifiziert wurde. Ja. Wobei Philipp natürlich mit Marlon auch einen hat, der disqualifiziert wurde, also... Ich würde es den beiden gönnen, wenn sie das nicht. Ja, aber Marlon, der wurde ein bisschen unfair disqualifiziert. Ja. Weil es wurde ihm gesagt, yo, kannst vorbeifahren.
dann ist er vorbeigefahren und wurde disqualifiziert. Ja, das stimmt auch. Ja, Spiele sind halt auch nur Spiele. Eben. Boah. Philipp und Moritz. Ich vergesse die ganze Zeit, ob ich jetzt mit dem rechten Button oder dem linken Button nach vorne und hinten gehe. Scheiße. Ja, 12 Runden noch ist nicht wenig. Aber immerhin halten die sich gerade alle so ein bisschen. Klar, Philipp und Moritz ziehen durch. Aber wenn es so aussieht, wen würdest du den Punkt geben, wenn wir das so machen? Also... Oh, Moritz! Immerhin nicht dagegen. Aber wieder gut reingekommen und den Bot schön abgedrängt. Und sofort überholt. Der Bot? Was? Hä? Was? Der Bot ist raus? Hä? Warum? Keine Ahnung. Motorschaden weiß ich nicht. Nein, aber ist ja nichts passiert bei dem Bot. Max Verstappen ist noch drin. Ja, ich weiß nicht. Ist mir ehrlich gesagt egal, solange Max Verstappen noch drin ist. Yoshi, Sechster. Da steht ja gleich bestimmt, was passiert, oder nicht? Weiß ich nicht. Warte, DNF oder disqualifiziert? Did not finish. Aber bei George Russell steht noch nichts. Also DSQ ist auf jeden Fall disqualifiziert, weil du irgendeine Scheiße gebaut hast. Und did not finish ist halt, weil du nicht finishen konntest. Ich meine nur, was jetzt passiert ist. Bei dem. Ja, das vielleicht kommt das ja gleich noch. Ah. Ich denke mal, wenn da DNF steht, dann hat er einen Motorschaden. Oder so. Ey, wenn einer rausfällt, ist die Hälfte raus. Ja. Ich würde es aber Robin ehrlich gesagt gönnen, wenn Max Verstappen noch drin bleibt und die nächsten 11 Runden noch schafft. Ja, Michael wieder Vierter. Aber wenn man halt sagen müsste, dann wäre eigentlich Moritz dran schuld, dass der eine Red Bot raus ist, ne? Weil er hat ihn ja quasi rausgekickt. Aber wegen dem Punkt, ne? Also ich würde halt erstmal überlegen, wem ich den Punkt beim ersten und zweiten Rennen geben würde. Und dann würde ich halt erstmal gucken, dass ich den Punkt nicht schon wieder den gleichen gebe. Deswegen würde ich vermutlich Philipp den Punkt geben. Obwohl... Max stand. Okay. Aber das Ding ist, das ist ja egal, es kommt ja drauf an. Ich weiß, aber ich glaube, ich würde tatsächlich beim ersten Rennen Philipp den Punkt geben, beim zweiten Rennen Moritz, beim dritten Rennen weiß ich es ehrlich gesagt noch nicht. Ja, da würde ich mitgehen. Also ich denke nicht, dass ich den Punkt irgendwie jemandem gebe, der raus ist. Oh, Moritz. Also ich glaube, Moritz kriegt diese Runde das nicht. Außer, das Ding ist, selbst wenn er jetzt halt relativ weit hinten ist und wenn er dann halt krass nach vorne kommt, so wie Michael jetzt, aber Michael, dem will ich den Punkt nicht geben, weil er... Ja, nee, Michael würde ich den Punkt auch nicht geben. Also klar, es wäre Prinzip. Also es wäre zwar fair, wenn ich sagen würde, jo, weil er halt die ganze Zeit hinten war und dann krass nach vorne kam, aber dadurch, dass er einfach schon so viele Punkte hat, wäre das kacke. Eben, das würde ich aber auch als einen starken Faktor nehmen, also ich... ich würde schon darauf achten, wer die besten Punkte hat. Genau, wir sind ja die halt die hinteren. Genau, wir sollten halt die hinteren ein bisschen höher bringen und ja. Nur halt, also ich hätte vielleicht auch gerne jetzt mal Yannick oder Mardon den Punkt gegeben, aber wenn die disqualifiziert sind oder raus sind, dann. Das Ding ist bei Yannick so Trostpreis für die meisten Drehungen, oder wie? Ja, kaum, wenn er zumindest bis zum Ende geschafft hätte zu fahren, weiß ich nicht. Letztes Mal war er halt nicht da. Aber jetzt ist halt schon wieder raus, deswegen ist es schwierig zu beurteilen. Philipp im Pit. Michael wieder erster Platz. Ja, dafür ist Philipp zweiter Stopp. Und ich denke, Michael wird auch nochmal ins Pit fahren wollen. Ja. Aber Yoshi, der kommt nicht raus, ne? Der kommt nicht hin. Ach, muss der erst nachher mit? Ach so, ja, stimmt. Der Bulli hat ja gepinkt, ne? Ja. Habe ich nur gesehen, dass er wer gepinkt hat und ich hatte mit Bulli geschrieben. Also, ja. Ach so, ja. Ach, der hat sogar geschrieben mit Pucci. Time für Kopfschmerzen.
Naja, kommt definitiv jetzt drauf an. Aber Yoshi, der kommt wieder näher. Oh, Michael! Warte, nein, das finde ich gut. Ja, es klingt jetzt blöd, ne, aber... Ja. Ey, meinst du Max verstanden? Michael. Überholt noch Moritz? Ich meine, wenn Moritz einen Fehler macht, dann könnte er... Das wäre krass. Junge, ihm mäht den Robin einfach krank und der Bot fährt für ihn und macht den ersten Platz. Ich würde es ihm so gönnen, ne? Er ist recht. Max war ja erster und dann so gut wie letzter wegen dem Neustart. Ja, hol mal Max hoch. Einfach mal, wir werden ihn lang... Also, einfach mal ein bisschen auf ihn zureden. Hallo, Max. Hallo. Ja, wie geht's dir so? Dein Teammate ist fast Erster. Ja. Das, imagine, Robin wird einfach jetzt Erster für einen Bot, mit einem Bot, Digga. Ja, das wäre top. Das wäre mega nice. Nur regt mich das auf, dass ich hier die 5-Sekunden-Strafe habe. Ja, gut, aber... Ich habe keine Ahnung, warum ich die bekommen habe. Die habe ich im Safety Car bekommen und... Ach ja, Max Moritz, genau, das war ja da. Also ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Ich war genauso schnell wie Moritz und Michael und ich habe eine Strafe bekommen. Ich weiß nicht, warum. Also das müsste man nachher klären, wieso ich eine Strafe habe. Die Strafe, ja. Die nehme ich hin, aber... Wissen wir auch nicht. Also die Strafe nehme ich auch wohl hin, aber... ich wollte nur gern wissen, wieso ich die Strafe bekomme. Ich verstehe es nämlich nicht. Ja, ich... Scheiße, ich weiß nicht, ob man das dann im Detail sieht. Nein, jetzt kommt Michael doch wieder höher. Da gucken wir gerade auf deine Sicht. Michael, darfst du nicht wiederkommen. Nee, irgendwie... Obwohl er sich schon so oft gedreht hat, kommt er irgendwie immer wieder hoch. Ja. Also sagen wir mal so, Max, wenn der Bot sich hält und nicht irgendwie noch rausfliegt und irgendwie zweiten, dritten Platz macht, dann ist eure Teamwertung auf jeden Fall schon mal mit die beste in diesem Rennen. Ja, gut. Das ist schon mal sehr gut. Passt schon raus, ne? Eben. Ich weiß gar nicht, wer ist denn jetzt gerade, wer ist alles rausgeflogen? Die Bots, Yannick und Marlon. Genau. Marlon wegen Spielfehler. Oh. Das war während des Safety Cars, weil es stand da, Junge, du kannst überholen, dann wollte er überholen und wurde dann disqualifiziert, weil er überholt hat. Aha. Obwohl er überholen sollte. Okay. Ja. Oh, das ist ziemlich kacke. Yes. Aber egal, wenn ich so weiterfahre, bleibe ich Fünfter. Trotz 5 Sekunden Strafe. Ja, und selbst wenn du Sechster wirst, ist ja auch nicht... Also ich meine, Verschlechterung seit Sechster kannst du nicht mehr werden, ne? Nein, klar. Also ich kann Michael jetzt sogar einen Unfall bauen. Philipp aber auch noch. Aber ich würde... Müssen noch Leute Stopps machen? Nein. Ja, also theoretisch... Aber die haben halt nur einen. Also ja gut, die sein. Haben von mittel auf hart gewechselt. Ja, okay. Ah, die halt ich glaube, ich bin der Einzige, der weich mittel hart genommen hat. Ah, okay, ja. Weil ich hatte eigentlich weich tat. Philipp hat soft. Also Philipp und Yoshi haben ja soft. Philipp, der ist auch gerade in der Box gefahren. Der hat sich softs geholt. Er wollte jetzt wahrscheinlich damit beenden. Yoshi ist ja auch rein und hat sich soft nochmal geholt, aber ich glaube, das wird ein Riesenfehler für die beiden werden. Oh, Yoshi ist raus. Yoshi ist finish. Auch irgendein Motorfehler oder was? Safety Car ist raus. Oh, okay. Danke, dass ihr das sagt. Ich habe gerade auf meine Delta nicht geachtet. Danke. Ja, schön. Ich bin bei der Delta schon bei 2. Damit bist du jetzt auf dem letzten Platz, Max, quasi. Also theoretisch bei der 5. Die Hälfte des Spiels ist einfach, ich kann es nicht fassen. Finde ich toll, die Hälfte. Ey, ich wollte nur mal kein sagen, Team raus. Philipp hat eine Durchfahrtsstrafe. Oh, okay. Der ist Philipp, über, der ist wegen der Delta. Ach, Philipp. Aber ich finde es echt geil, dass kein Team ganz raus ist. Also von jedem Team ist mindestens noch einer drin. Außer Red Bull, die haben noch 2. Ha! Ja, okay, ja. Gut. Ja, und die Bots also, dass dass Robins Bot so überlebt hat die ganze Zeit, also das ist so stark. Ist halt Verstappen und Verstappen fährt eigentlich ziemlich gut. Ja, cool. Dann... Deswegen, Robin ich hab... ist 11 Sekunden hinter Moritz. Das ist krass. Ja, ist jetzt aber dein Pit. Ja, hat gute Zeit, ne?
Hat jetzt auch was Tasks gewechselt. Es gibt eine Animation, wie die Reifen draufgetan werden, aber trotzdem. Ja, es ist weird. Die werden abgenommen und andere spawnen einfach drauf und dann werden neue genommen und halt drauf gemacht. Tja. Sieht scheiße aus. Okay, fünf also, wie lange hält denn das Safety Car? Bis alle dann da sind, oder? Richtig, dann ist da eine komplette. Dann kommt noch eine komplette Runde. Und dann am Ende kommt das Ding wieder rein. Genau. Das dritte Safety Car und das zweite jetzt in dem Rennen. Geil. Und das nur wegen Schaden. Das macht's jetzt nochmal spannender jetzt, ne, für die letzten fünf Runden. Ja geil, dann kann wieder cool. Scheiße passieren. Verstappen ist erster. Scheiß die Wand an. Hat er eine Durchfahrtsstrafe? Nein. Also was? Nee, da hat jemand ein Disconnect. Da hat Moritz ein Disconnect. Nee, jetzt ist er wieder da. Er hätte gerade ein X. Ich muss schon sagen, bei uns war gar nichts. Na gut, kriegt dann Disconnect, ist er halt, sag mal schnell. Fünfter. Also, nee, wenn er Disconnect hat, fährt die KI für ihn weiter. Ach so, okay. Ja, aber selbst wenn du jetzt rausfliegst... Ich konnte Yannick ja reconnecten beim ersten Game-Match. Yannick konnte ja reconnecten. Ja. Aber ich meine, selbst wenn du jetzt kommen rausfliegst... Da, warum hat Michael jetzt eine Strafe bekommen? Ich weiß es nicht. Irgendwas mit Safety Car wahrscheinlich, keine Ahnung. Zu schnell gefahren oder so? Nee. Der war ja genauso schnell wie Verstappen. Ah, ich habe keine Ahnung, ey. Also jetzt gleich müsst ihr noch eine ganze Runde Safety Car oder was? So ist Philipp schon mal letzter, weil er eine Durchfahrtsstrafe hat. Keine Ahnung, wir sehen einfach nur... Ich meine, der schlechteste Platz ist fünfter Platz, also das ist halt echt schon... Ey, wir hatten 8 Sekunden, ach du Scheiße. Hat der Moritz... Philipp auch im Pit. Ja, der... Ah da, Philipp hat jetzt Soft. Michael ach du Scheiße, es kommt auch noch Regen. Wie, es kommt Regen? 10 bis 15 Minuten soll es Regen geben. Das gibt? Ja. Ja, bei 10 bis 15 Minuten, was ist das? Ingame, dann eine Minute oder was? Naja, 10 bis 15 Minuten. Ja, aber hey, 10 bis 15 Minuten, das ist das Game zu Ende. Ja. Außer es kommt nochmal ein dicker Unfall und wieder Safety Car. Ja. Ja gut, aber 10, 15 Minuten glaube ich nicht, dass wir hier noch... Aber das war ja mega schlau, jetzt einen Pit zu machen. Außer für Michael Philipp, Strafe, er muss eine Durchfahrtsstrafe. Michael hat keine Strafe mehr. Hat neue Reifen. Ich meine, bis auf dass das halbe Rennen rausgeflogen ist, will ich schon sagen, ist das Spannendste bis jetzt. Ich meine, das erste Rennen war auch spannend und das zweite Rennen halt nicht, aber... Warte, also, wenn das zum Beispiel jetzt, wenn der Safety Car 50 fährt und du irgendwie Vierter bist gerade und ich sag mal jetzt 55 fährst, aber immer noch Vierter, kriegst du trotzdem eine Strafe. Okay. Weil du zu schnell fährst. Ne, keine Ahnung. Ich kann es dir leider nicht sagen. Ja, ich auch. Weiß auch. Ist ja egal, wir werden es ja jetzt gleich sehen. So viele Runden sind es ja jetzt nicht mehr. Mach mal wieder diese Vogel-Dings. Jetzt sofort geht's los. Achso, ich kann nicht entscheiden, welche Perspektive es ist. Ich kann nur sagen, entweder Fahrerperspektive oder TV-Broadcast. Mehr kann ich nicht. Das ist so scheiße, dass man nicht mehr entscheiden kann. Also vielleicht noch ein bisschen, aber... Nee. Das wäre so eine Komplettkarte, wäre auch geil. Die dürfen doch noch gar nicht überholen. Nee. Dings hat den gut überholt. Oh. Warte. Einfach extra langsam fahren. Damit er nochmal eine Zeitstrafe kriegt oder was? Das wäre mies. Okay. Einfach die letzten drei Runden. Die letzten fünf Leute. Super spannend. Es fühlt sich wie so ein Battle Royale jetzt wirklich an. Nur das Finale jetzt. Moritz, der will. Moritz will. Er muss auch. Er will auch. Der muss auch. Der muss durchziehen. Und er kriegt's auch. Wegen Verstappen gerade habe ich mich auch gedreht. Genau deswegen. Weil er auf einmal vor mir herzieht. Aber es ist ein spannendes Rennen. Mhm. Ja, definitiv. Das erste übertoppt. Also, als das Safety Car weg ist, das erste, glaube ich, ich hatte einen richtig hohen Puls.
hast du das gerade gesehen, Dennis? Michael. Wie Michael, der einfach Philipp richtig... Oh mein Gott, hey, Michael ist ja voll. Fuck, what the fuck? Was, warum? Ich muss hier bremsen und alles. Ja, hä? Hey, einfach mit dem Lenkrad, Michael einfach overpowered. Michael zieht einfach vor. Ist ja einfach M&K in Apex. Ja, what the fuck, Digga? Controller auch in Apex, Junge. Einfach Lenkrad, Andy. Ey, was? Lenkrad disqualifizieren lassen. Also, wenn er ist wirklich einfach, so krass gut mit dem Lenkrad einfach, ist. Ist hier einfach. Und. Aber ich weiß, ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Lenkrad hatte, sondern mit seiner Fahrweise. Ja, aber er ist halt wirklich erst den drei Leuten weggezogen. Der hatte DRS und der hat auch ERS angehabt, also. Ja, ist er stark. Damit ziehst du wohl an die Leute dran vorbei. Boah, aber ich will nicht, dass Michael Zweiter wird. Ich glaube. Ich will ihn auch nicht rauskegeln. Philipp im Pit. Ja, der hatte die Durchfahrstraße gehabt. Okay, Max, Fünfer, wenn du Michael raushaust. Schön einmal seitlich rein. Wenn ich drankomme. Aber das kommt doch nicht im Video, oder? Nein, schneide ich raus. Die Verschwörung, die kommt doch nicht im Video. Nein. Ich müde uns hier gerade, keine Sorge. Ja, genau. Okay, dann ist gut. Dann kegel ich Michael vor euch raus. Hä? Michael? Ja, Fragezeichen. Ja, der hat ab und zu mal den Ausrutscher. Wow. Ah, Philipp, ne? 12 Sekunden. Hinter Verstappen. Ja, Max, ich glaube, dann lassen wir dich für die letzten zwei Runden nochmal alleine. Jo. Viel Erfolg dir noch. Glück. Danke. Wir pumpen dir zu, fahr schön in den Rhein. Ein für die Fans. Ja. Ciao, ciao. Und ciao. Ein für die Fans, Junge. Ich hoffe, der macht das jetzt nicht. Jetzt kommt es, es passiert irgendwas aus Versehen. Mhm. Und dann schiebt Michael das da raus. Ja, aber Philipp, das wird schwierig für ihn, da jetzt noch weiterzukommen. Über Fünfter als Letzter. Ja, wenn er sozusagen also, Letzter ist für die Fünf. Ich hatte das Gefühl, die hätten einfach safe fahren können die ganze Zeit und dann easy. Also, das wäre so meine Taktik jetzt dafür gewesen. Ist halt super ärgerlich für die, die disqualifiziert sind. Eineinhalb Stunden sind wir schon drin, insgesamt. Mit Qualify. Ja gut, ich werde ja noch ein bisschen vom ersten Rennen wegschneiden. 40 GB hier Recon. Ich mach schön Clickbait. Irgendwie Riesenbug auf Spanien-Map. Ja. Entdeckt. So. Am besten noch einen Short daraus machen. Also ja. Den Bug noch. Und dann rote Kreisen reinfügen und so. Ja, okay, aber so wie es aussieht, also wenn... Bug in Map zwingt Neustart. Philipp noch mit der Fass. Glocker wird jetzt auch wieder den Award für beste Spiele. Er ist aber echt gut aufgeholt, ey. Max Verstappen ist echt los. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass... Ich denke mal, es wird keine Platzierungsänderung mehr geben. Außer Moritz denkt sich jetzt nicht. Nee, komm, bitte nicht, ey. Ich hoffe, Michael, der wird jetzt qualifiziert. Ja, ich, also... Die Punkte. Alter, sonst ist es echt irgendwie nach 8 Rennen oder so, wenn nicht mal zu Ende. Ist ja kacke. Aber Michael hat ja neue Reifen. Oder Michael wird mal für aus Balancing-Gründen irgendwie aus einem Spiel disqualifiziert. Keine Ahnung, ist aber auch irgendwie scheiße, ach, weiß ich nicht. Unserved Penalty. Moritz ist Zweiter. Oh, weil er einen Penalty nicht ge... Jetzt Michael ist Erster, weil Moritz sein Penalty nicht surft hat, keine Ahnung. Was? Nee, Michael. Ach komm, jetzt hol alle hoch. Ist Ende. Ist doch scheiße. Ach, ja, hol alle hoch. Ist Penalty jetzt Ende oder war das so oder so Ende? Es war jetzt sowieso Ende. Ach so. Hol mal alle hoch jetzt.
nicht wahr. Na, nicht. Das kann nicht sein. Also, ich kann es nicht glauben. Mann, was zum Fick, Michael? Beziehungsweise, Mann, beziehungsweise Moritz. Der dritte Unsurf-Penalty. Sieg in Folge. Ach, Mann. Weißt du warum? Weil das Spiel so schlecht programmiert ist. Also ich sag so, diese Strecke ist scheiße programmiert in allen Punkten. Ja, und die Einfahrt ist grauenhaft. Die Einfahrt der Boxengasse ist grauenhaft. Ja, aber dass Michael den ersten Platz geholt hat. Hat die Einfahrt dich zerlegt? Ja! Okay, dann waren das okay, seine Teile, aber die dann, dann, ja. Dann einmal ganz kurz Dennis, dann moderier du mal ab jetzt eben. Das war das schlechteste Rennen ever. Das spannendste, aber auch das weirdeste. Und schlecht Hälfte des Rennens ist raus. Das war Formula One in Spanien. Diesen Sonntag in Spanien. Und nächstes Mal. Bayern. Und nächstes Mal sind wir in Wien. Keine Ahnung. Nächstes Mal sind wir in Monaco. Monaco. Monaco, genau. Wir sehen uns in Monaco.